Also rufe ich auf Tagesordnungspunkt 1, das ist die Fragestunde. Wir beginnen mit der Frage 164 aus der letzten Fragestunde. Fragesteller ist der Kollege Markus Meißner für die Fraktion der CDU. Herr Kollege Meißner, Sie haben gedrückt und ich schalte Sie sofort frei. Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, was wurde mit den Fördermitteln des Dorfentwicklungsprogramms seit 2018 erreicht? Frau Staatsministerin Hinz antwortet. Stimmt, viel. Sehr geehrter Herr Meißner, mit den Fördermitteln des Dorfentwicklungsprogramms wird für die hessischen Kommunen in der Dorfentwicklung seit vielen Jahren sehr vieles erreicht, was sich direkt auf die Entschuldigen Sie, das war ein Freudscher. Ich komme gerade von den Bauern, ja? Da ging es auch um Lebensmittel. Also, was sich direkt auf die Lebensqualität der Menschen in den geförderten Ortschaften positiv auswirkt. Ich will dies gerne mit Zahlen belegen. Im Jahr 2018 konnten fast 900 Bewilligungen im Rahmen der Dorfentwicklung ausgesprochen werden. Die meisten Anträge stammen von Privaten. Sie nutzen das Programm für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der vorhandenen Bausubstanz. Das ist ein direkter Beitrag dazu, das Wohnangebot in unseren Dorfkernen zu erhalten bzw. auszubauen. Das belebt die Dorfmitte und stärkt sie in der wichtigen Funktion, ein belebter zentraler sozialer Treffpunkt zu sein. Allein 627 Anträge wurden in 2018 für solche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen positiv beschieden. Die bereitgestellten Landesmittel belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro. Auf das Fünffache davon, nämlich auf über 53 Millionen Euro, belaufen sich die Gesamtinvestitionskosten der privaten Bauherren für diese Maßnahmen. Daran wird deutlich, dass sich diese Förderung direkt positiv auf die kommunale Wirtschaft und insbesondere auf das Handwerk auswirkt. Mit allen Bewilligungen in 2018, also inklusive auch der Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen, Kleinvorhaben wie Platzgestaltungen etc., konnten Investitionen von insgesamt rund 85 Millionen Euro ermöglicht werden. Fördermittel in Höhe von rund 24 Millionen Euro sind dort hineingeflossen. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Jetzt gab es, wenn ich das richtig gesehen habe, mehrere Wortmeldungen, Nachfragen, Zusatzfragen. Ist das der Fall? Dann hat sich niemand, aber ihr habt doch die Hände in die Höhe gehoben. Aus war Begeisterung. Ach, das war Begeisterung für die Antwort der Ministerin. Gibt es denn Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 166. Das ist eine Frage der Kollegin Geis von der SPD. Frau Kollegin, drücken Sie einfach, dann kann ich Sie freischalten. Bitte schön. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, welche Verordnungen, Lehrpläne oder sonstige Beschlussvorlagen wurden in den vergangenen 5 Jahren im Beteiligungsverfahren durch den Landeselternbeirat von Hessen nach zweimaliger Beratung mit Zweidrittelmehrheit abgelehnt und mussten durch Kabinetts- oder Ministerbeschluss in Kraft gesetzt werden? Vielen Dank, Frau Kollegin Geis. Es antwortet Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete Geis, in dem von Ihnen angefragten Zeitraum, also seit September 2014, trifft das auf 2 Verordnungen zu. Einmal auf die Verordnung über die Aufgaben und die Organisation der inklusiven Schulbündnisse und des Weiteren auf die 6. Verordnung zur Änderung der Oberstufen- und Abiturverordnung. Diese beiden Verordnungen mussten im Verfahren nach § 118 Absatz 3 Satz 4 des Hessischen Schulgesetzes mit Zustimmung der Landesregierung erlassen werden, nachdem der Landeselternbeirat seinen 2. ablehnenden Beschluss mit mehr als 2/3 der Zahl seiner gesetzlichen Mitglieder gefasst hatte. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Lorz. Gibt es Zusatzfragen? Frau Geis, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. In welcher Art und Weise wurde denn der Landeselternbeirat darüber informiert, dass die durch ihn abgelehnten Verordnungen im Kabinett beschlossen wurden? Herr Staatsminister.
Frau Abgeordnete Geis, wir waren zu beiden Verordnungen natürlich in ständigem Kontakt mit dem Landeselternbeirat, denn die werden ja gemeinsam, also auch in der Mitwirkung des Kultusministeriums, beraten. Und dem Landeselternbeirat wurde in mehreren Sitzungen erläutert, warum seine Wünsche aus sachlichen, aber vor allem auch aus rechtlichen Gründen nicht erfüllt werden konnten und warum es aber erforderlich ist, diese Vorschriften zu erlassen und deswegen nur der Weg über den Kabinettbeschluss bleibt. Frau Geis, letzte Möglichkeit einer Zusatzfrage für Sie. Bitte schön. Wie erklärt sich denn dann aus Ihrer Sicht, dass der Landeselternbeirat nicht durch das Kultusministerium darüber informiert wurde, wie das Kabinett beschlossen hat, sondern das aus dem Amtsblatt erfahren musste? Herr Minister. Frau Abgeordnete Geis, ich bereits sagte, wurde diese Notwendigkeit, über ein Kabinettbeschlussverfahren zu gehen, im Landeselternbeirat in den Sitzungen angekündigt. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt eine Notwendigkeit, dann nochmal ein gesondertes Schreiben zusätzlich zu der dann erfolgenden Veröffentlichung zu schreiben, in dem quasi über die Umsetzung dieser mehrfach kundgetanen Absicht berichtet wird. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Zusatzfragen? Herr Degen, bitte schön, drücken Sie mal, dann kann ich Sie freischalten. Bitte schön. Herr Kultusminister, verstehe ich Sie richtig, dass Sie davon ausgehen, nur weil eine Kabinettsabstimmung ansteht, Sie die Zustimmung schon im Vorfeld voraussetzen? Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, es tut mir leid, ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich habe erläutert, wir sind in Gesprächen mit dem Landeselternbeirat gewesen. Diese beiden Verordnungen wurden intensiv erörtert. Es wurden die Ablehnungen mit dem Landeselternbeirat erörtert. Es wurde klargemacht, dass wir erstens den Wünschen des Landeselternbeirats an dieser Stelle nicht nachkommen können. Zweitens aber eine Notwendigkeit sehen, diese Bestimmungen in Kraft zu setzen, deswegen damit ins Kabinett gehen. Und bei diesem und dieser Beschluss, wie Sie selber ja festgestellt haben, wird dann im Amtsblatt veröffentlicht. Ich sehe nicht, wo hier ein Informations- oder Transparenzdefizit bestehen soll. Eine Zusatzfrage ist noch möglich, Herr Kollege Ulloth. Bitte schön, drücken Sie, dann kann ich Sie auch freischalten. Ach, Herr Becher, Entschuldigung, Herr Becher, Entschuldigung, drücken Sie mal, danke schön. Herr Minister, mit welcher Begründung ist denn vom Landeselternbeirat die Ablehnung erfolgt? Herr Minister. Herr Abgeordneter Becher, die Verordnung über die Aufgaben und die Organisation der inklusiven Schulbündnisse ist vom Landeselternbeirat mit der Begründung abgelehnt worden, dass ihm bzw. den Kreis- und Stadtelternbeiraten keine Mitbestimmung eingeräumt wurde, wenn es um Einigungen und Festlegungen zu Standorten inklusiven Unterrichts und zur Lehrerzuweisung geht. Damit vernachlässigte der Landeselternbeirat den gesetzten Rahmen des Schulrechts zu den inklusiven Schulbündnissen und zum Mitbestimmungsrecht der Kreis- und Stadtelternbeiräte sowie die inhaltliche Aufgabenstellung der Bündniskonferenzen. Daher war es dem Verordnungsgeber nicht möglich, diesem Wunsch des Landeselternbeirats auf Mitbestimmung zu entsprechen. Ihm wurde aber, das ist das mögliche Maximum, eine beratende Beteiligung in den Bündniskonferenzen ermöglicht. Und es zeigt sich auch in der Praxis, dass die beratende Einbeziehung von Elternvertretern wichtig für die regionale Festlegung schulischer Angebote ist. Trotz dieser umfassenden schriftlich und persönlich begründeten Darstellung der Ablehnungsgründe einer Mitbestimmung sowie der positiven Normierung der Anhörungsrechte in der Verordnung über die inklusiven Schulbündnisse hat der Landeselternbeirat diese Verordnung dann auch in der zweiten Befassung abgelehnt. Die in dieser Verordnung normierten Regelungen sind aber wesentlich für eine schulische Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit umfassenden Beeinträchtigungen oder Behinderungen, weil sie dazu beitragen, ein wohnortnahes schulisches Bildungsangebot in den 8 Förderschwerpunkten gemeinsam mit dem Schulträger auszustatten und zu sichern. Deswegen wurde in diesem Falle die Verordnung mit Zustimmung der Landesregierung in Kraft gesetzt. Was die Oberstufen- und Abiturverordnung anbetrifft, so hat der Landeselternbeirat diese Änderung aus Erwägungen abgelehnt, die auf eine Änderung des Hessischen Schulgesetzes zielten und die im Wesentlichen eine Änderung der Leistungskurswahl in der Oberstufe umfassten. Diese Forderung müsste allerdings nicht im Rahmen einer Novellierung der Oberstufen- oder Abiturverordnung umgesetzt, sondern direkt an den Gesetzgeber, also an dieses Hohe Haus, gerichtet werden. Der Landeselternbeirat erhob zudem den Anspruch, bereits in die fachliche Erstellung eines Verordnungsentwurfs in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachreferat einbezogen zu werden. Diese Rolle kommt ihm jedoch nach dem Hessischen Schulgesetz nicht zu, denn dort ist in § 18 von zustimmungspflichtigen Maßnahmen und nicht von fachlicher Mitarbeit in Bezug auf allgemeine Bestimmungen zur Prüfungsordnung die Rede. Im Kontext der zweiten Ablehnung verdeutlichte der Landeselternbeirat darüber hinaus, dass er durch die Vorgaben der Kultusministerkonferenz seine Mitwirkungsrechte verletzt sehe, damit der Umsetzung von Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz keine Änderungen durch den Landeselternbeirat in Hessen mehr möglich seien.
In diesem Falle wurde der Weg, die Oberstufen- und Abiturverordnung mit Zustimmung der Landesregierung in Kraft zu setzen, beschritten, um mögliche Nachteile von Schülerinnen und Schülern hinsichtlich der Anerkennung des hessischen Abiturs in anderen Bundesländern zu vermeiden. Des Weiteren wurden seitens des Landeselternbeirats bis auf die Übernahme des modifizierten Bewertungsrasters in die Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfung an Fachoberschulen, dazu haben wir aber eine Verständigung mit dem Landeselternbeirat erzielt, keine inhaltlichen Einwände vorgebracht. Denn die Frage, um die es im Wesentlichen ging, ob Deutsch sozusagen in jeder beliebigen Kombination als Leistungskurs gewählt werden kann, hat mit den Änderungen, die in diesem Fall in der Oberstufe- und Abiturverordnung vorgenommen wurden, nichts zu tun. Wir mussten aber auch auf die Verpflichtung des Schulgesetzes achten, die Einheitlichkeit des deutschen Bildungswesens zu wahren, sodass natürlich auch die Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz, die der Oberstufen- und Abiturverordnung zugrunde liegen, den Rahmen setzen, an die sich auch die Landesregierung im föderalen System in gesamtstaatlicher Verantwortung halten muss. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Bevor ich die nächste Frage aufrufe, das ist die Frage 167 des Kollegen Promny für die Fraktion der Freien Demokraten, darf ich begrüßen auf der Besuchertribüne, leider für mich nicht sichtbar, denn über uns, hier vom Präsidium aus gesehen, den Kollegen, den ehemaligen Kollegen Bodo Pfaff-Greifenhagen. Lieber Kollege Pfaff-Greifenhagen, herzlich willkommen. Wir freuen uns und wir sehen uns heute Abend wieder, denn da ist der Parlamentarische Abend der Schausteller, zu dem Sie natürlich alle herzlich eingeladen sind. Nächste Frage, wie gesagt, die Frage 167, Kollege Moritz Promny. Drücken Sie mal, Herr Kollege, dann kann ich Sie freischalten. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welche konkreten Maßnahmen bereitet das Wirtschafts- und Verkehrsministerium vor, um den Beschluss des Parteitags von Bündnis 90 Die Grünen Hessen zur Klimaneutralität 2035 umzusetzen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Promny, in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen verfolgt die Landesregierung das Ziel, bis spätestens 2050 in allen Sektoren klimaneutral zu sein. Auf Grundlage des integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025, der mit seinen 140 Einzelmaßnahmen zur Reduzierung des Treibhausgasausstoßes und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen wird, arbeitet das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen bereits an einer Vielzahl dieser Maßnahmen. Insgesamt liegen 65 dieser Maßnahmen in der federführenden Zuständigkeit meines Ministeriums. Insgesamt stehen dem HMWEVW im Haushalt 2019 12,5 Millionen Euro für die Realisierung von Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung. Und wir beabsichtigen, diese Mittel im Haushalt 2020 noch einmal zu erhöhen. Ich würde mich freuen, wenn die FDP das erstmals unterstützen würde. Der erste Monitoringbericht des integrierten Klimaschutzplans für die Jahre 2018-2019 wird für das kommende Jahr, also 2020, erwartet. Darauf aufbauend wird die Landesregierung mit der Überarbeitung des integrierten Klimaschutzplans beginnen. Zunächst muss aber das Monitoring ausgeschrieben und von wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen erarbeitet werden. Wie bereits bei der Erstellung des integrierten Klimaschutzplans 2025 ist auch bei dessen Fortschreibung eine breite gesellschaftliche Beteiligung vorgesehen. Und an dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass durch landespolitische Entscheidungen nur auf ca. 20% der hessischen Treibhausgasemissionen Einfluss genommen werden kann. Natürlich ist die Landesregierung entschlossen, auf diesen Anteil mit der konsequenten Umsetzung des Klimaschutzplans auch entsprechend Einfluss auszuüben. Entscheidend für das Erreichen der Klimaschutzziele wird aber auch sein, welche Rahmenbedingungen auf Bundesebene und auf europäischer Ebene gesetzt werden. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Eine Zusatzfrage von Herrn Kollegen Gagel. Drücken Sie mal, bitte. Bitte. Ja, ich hoffe, das hat geklappt. Herr Staatsminister Al-Wazir, eine Nachfrage zu dem ehrgeizigen Klimaschutzplan. Was genau wollen Sie denn schützen und worin sehen Sie den Profit, den der hessische Bürger mit diesem sehr ambitionierten Plan hat, mit den, sage ich mal, Millionenbeträgen, die die hessische Landesregierung aufwendet, in Relation zu dem, was am Ende beim Bürger ankommt? Erklären Sie das mal bitte. Herr Staatsminister Al-Wazir. Ja, Herr Gagel, weniger Klimakrise. Und vielleicht ist Ihr Problem, dass Sie ja gar nicht daran glauben, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht genau, ob wir uns auf der gleichen Ebene bewegen. Aber ich bin der Auffassung, dass es unsere
gemeinsame Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass auch das Land Hessen, genauso wie die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union ihren Teil dazu beiträgt, dass wir die Klimaschutzziele erreichen, die im Übrigen völkerrechtlich verbindlich sind. Da darf ich Sie mal daran erinnern, weil das Pariser Klimaabkommen ratifiziert worden ist. Und ich halte das auch für sehr richtig. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste mögliche oder letzte mögliche Zusatzfrage hat Herr Gagel. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Erklären Sie doch aber doch mal dem hessischen Bürger, der Pflegefachkraft, dem Busfahrer, der Fleischerei-Fachangestellten, worin besteht der konkrete Nutzen dafür, dass die hessische Landesregierung Millionenbeträge für Klimaschutz ausgibt, aber es kommt letztendlich bei ihr vor Ort nichts an. Ich möchte ganz gerne, dass Sie darstellen, worin der Nutzen von Klimaschutzmaßnahmen besteht für diese jeweiligen Personenkreise. Herr Staatsminister. Also sehr geehrter Herr Abgeordneter Gagel, wenn wir beispielsweise alles dafür tun, dass es weniger Überschwemmungen, weniger Starkregenereignisse gibt, eine Anpassung an genau diesen Bereich, der nicht mehr zu verhindern ist, sondern höchstens nur noch zu bremsen, dann kommt das bei allen Menschen in Hessen an. Und wenn Sie jetzt beispielsweise über die Maßnahmen, ich bin ja in meinem Ministerium gefragt worden, wenn Sie beispielsweise über die Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs jetzt beispielsweise diskutieren oder darüber, dass wir dafür sorgen, dass der Zugang zum öffentlichen Nahverkehr einfacher wird mit allem, was dazugehört, dann hilft das übrigens gerade den Berufsgruppen, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, an dieser Stelle müssten Sie sich mal überlegen, ob aus Ihrer Fragestellung nicht eine gewisse Missachtung für genau die Berufsgruppen spricht, die Sie gerade hier angesprochen haben. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Es gab eben eine kleine Unklarheit, wie das mit den Regularien der Zusatzfragen bei den Fragen ist. Zwei kann der, also zusätzlich zum Fragesteller, der hat dann noch einmal zwei und dann haben zwei andere, das war in dem Fall aber der gleiche, noch zwei Fragen. Also das ist schon okay so. Und Herr Staatsminister Al-Wazir kann jede Frage sowieso beantworten. Das hätten wir niemals in Frage gestellt. Gibt es weitere Fragen dazu? Ja, Herr Promny, bitte schön. Sie machen von Ihrem Recht Gebrauch. Das ist immer gut. Bitte schön. Ja, besten Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister Al-Wazir, ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie im Hinblick auf die Klimaneutralität 2035 den Beschluss des Parteitages von Bündnis 90 Die Grünen nicht umsetzen werden. Die Zahl, die Sie gesagt haben, ist ja 2050. Habe ich Sie richtig verstanden? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Promny, ich habe Ihnen das berichtet, was die Landesregierung beschlossen hat. Die hat gesagt, spätestens 2050. Wenn jetzt die FDP das unbedingt noch unterstützen möchte, dann freut es mich sehr. Auch das habe ich gesagt, weil ich glaube, dass es insgesamt gut ist, wenn wir erstens an diesem Ziel arbeiten, hoffentlich gemeinsam, so wie das beim Energiegipfel auch mal der Fall war. Da hat ja die FDP auch mitgemacht, sich nachher davon verabschiedet. Und zweitens will ich an dieser Stelle noch sagen, was Parteitagsbeschlüsse angeht. Wissen Sie, die Bürgerinnen und Bürger wissen sehr genau, ob Parteien in eine richtige Richtung arbeiten, ob sie sozusagen alles dafür tun, das zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Es wird dann ein Problem, wenn es eine völlig andere Richtung wird oder gar nichts passiert. Also wenn man beispielsweise 10 Jahre lang erklärt, ein Steuersystem muss einfach, niedrig und gerecht sein, dann regiert man, passiert gar nichts, dann hat man ein Problem. Wenn man allerdings in die richtige Richtung arbeitet, dann glaube ich, finden die meisten Menschen das durchaus ansprechend. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste Frage ist die Frage 173. Fragesteller ist der Kollege Feilmann. Bitte schön. Ja, ich frage die Landesregierung, wie wird an den öffentlichen Schulen in Hessen die berufliche Orientierung gestärkt? Herzlichen Dank, Herr Kollege Feilmann. Es antwortet der Kultusminister. Herr Abgeordneter Feilmann, die berufliche Orientierung ist für die hessische Landesregierung eine Aufgabe mit höchster Priorität. Sie zielt auf passgenaue Unterstützungsmöglichkeiten, um die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg im Übergang von der Schule in den Beruf zu begleiten. Bereits 2011 hat die Landesregierung die berufliche Orientierung für alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen im Hessischen Schulgesetz verankert. Darüber hinaus ist 2018 die Verordnung für berufliche Orientierung in Schulen, ich kürze sie im Folgenden FOBO ab,
in Kraft getreten, die die Ziele der Berufs- und Studienorientierung an Schulen nachhaltig stärkt. Die Förderung der beruflichen Orientierung an öffentlichen Schulen erfolgt durch umfassende und übergreifende Maßnahmen sowie Projekte, die alle beteiligten Akteurinnen und Akteure aus Schule, Wirtschaft, Familie und Gesellschaft einbinden. Die umfassende Beteiligung dieser Akteure basiert auf einem an den Bedürfnissen der jeweiligen Schule sowie den regionalen Gegebenheiten ausgerichteten, fächerübergreifenden Curriculum zur Berufs- und Studienorientierung. Die allgemeinbildenden Schulen entwickeln dieses Curriculum auf der Grundlage der FOBO, deren zentrale Inhalte unter anderem die Kooperation mit Unternehmen, Betrieben oder Hochschulen im räumlichen Umfeld der Schule, eine Kompetenzfeststellung, mindestens zweiwöchige Betriebspraktika, ein qualifiziertes Bewerbungstraining sowie den Einsatz des Berufswahlpasses vorgesehen. Der Berufswahlpass wird als Begleitinstrument des schulischen Berufsorientierungsprozesses bis zur Einmündung in die weiterführende Ausbildung genutzt. Alle Schülerinnen und Schüler an staatlichen Schulen in Hessen erhalten den Berufswahlpass kostenfrei seitens des Hessischen Kultusministeriums zur Verfügung gestellt. Er dokumentiert die Kompetenzen und Aktivitäten der Jugendlichen und unterstützt den individuellen Berufswahlprozess. Mit Kompo 7 steht den hessischen Schulen eine kostenfreie Virtualität zur Kompetenzfeststellung zur Verfügung, die den Schülerinnen und Schülern einen systematischen Einstieg in die schulische berufliche Orientierung ermöglicht. Die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung dienen den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern und Lehrkräften bei der Vorbereitung anknüpfender Berufsorientierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Praktika. Während Kompo 7 für die Schülerinnen und Schüler ein Instrument zur Selbsterkundung der eigenen berufsbezogenen Interessen ist, ist es für Eltern und Lehrkräfte ein wirkungsvolles Instrument zur Beratung und Begleitung der Jugendlichen im Orientierungsprozess. Über diese schulischen Maßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung hinaus hat das Hessische Kultusministerium eine Strategie zur Kooperation aller am Übergang Schule-Beruf beteiligten Institutionen etabliert. Mit der Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf, Sie kennen das, glaube ich, alle unter dem Kürzel OLOF, erfolgt die hessenweite Umsetzung der schulischen Berufs- und Studienorientierung im Sinne der OLOF-Qualitätsstandards über Steuerungsgruppen, die die Ansprechpersonen für die berufliche Orientierung an den staatlichen Schulämtern sowie die Schulkoordinatorinnen und Koordinatoren umfassen. Aus den Steuerungsgruppen können die Koordinatorinnen und Koordinatoren schulspezifische Maßnahmen der beruflichen Orientierung für ihre Schulen ableiten. Nach § 3 FOBO gibt es bei den unteren Schulaufsichtsbehörden Ansprechpersonen für berufliche Orientierung, die informatorische und organisatorische Aufgaben für die Schulen wahrnehmen. Der Stellenumfang beträgt hier insgesamt 12 Stellen. Diese sind auf die 15 staatlichen Schulämter verteilt. In jedem Schulamt gibt es eine Ansprechperson für den HR und eine für den gymnasialen Bereich. Weiterhin gibt es nach § 4 FOBO Studienkoordinatoren und Studienkoordinatoren, die Ansprechpersonen für Fragen im Bereich berufliche Orientierung innerhalb der Schule sind. In der Summe werden hierfür 34,6 Stellen verwendet. Je nach Schulgröße hat jede Schulkoordinatorin oder jeder Schulkoordinator an allgemeinbildenden Schulen 2 bis 3 Anrechnungsstunden. Weitere Maßnahmen unterstützt das Hessische Kultusministerium in Kooperation mit Unternehmen oder in enger Abstimmung mit dem Bund sowie der Bundesagentur für Arbeit. Seit 2013 arbeiten die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit und das Hessische Kultusministerium zusammen, um den Übergang zwischen Schule und Beruf gemeinsam zu gestalten. Mit der Einführung der lebensbegleitenden Berufsberatung vor dem Erwerbsleben wird die berufliche Orientierung an allen hessischen Schulen seit dem Beginn des aktuellen Schuljahres 2019/20 weiter forciert. Die Vereinbarung zwischen Schule und Berufsberatung in der beruflichen Orientierung erweitert das Orientierungs- und Beratungsangebot der Arbeitsagenturen an den Gymnasien deutlich. Darüber hinaus sind viele hessische Schulen zum Beispiel in den Arbeitskreisen Schule-Wirtschaft aktiv und Schülerfirmen gehören heute wie selbstverständlich zum modernen Erscheinungsbild von Schulen. Ich möchte auch noch das Gütesiegel für Berufs- und Studienorientierung Hessen erwähnen. Ein weiteres wichtiges Instrument der Qualitätsverbesserung, das Schulen mit Vorbildcharakter für berufliche Orientierung seit 2011 auszeichnet. Dafür stellt das Kultusministerium 2 Abordnungsstellen für Lehrkräfte zur Koordinierung und Begleitung zur Verfügung. Das Siegel der Erstzertifizierung wurde bereits 205 Mal an Schulen vergeben. Insgesamt tragen aktuell 107 Schulen das Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung Hessen. Jetzt kommt noch das Landesprogramm Digitale Schule Hessen dazu, mit dem sowohl die vorhandenen Maßnahmen als auch die Fortbildung der Lehrkräfte im Bereich der beruflichen Orientierung weiterentwickelt und den heutigen Anforderungen angepasst werden. So sind zum Beispiel die Digitalisierung des Berufswahlpasses und die Digitalisierung von Kompo 7 bereits in der Umsetzung. Ich denke, Herr Abgeordneter Feilmann, mit diesen vielfältigen
umfangreichen und gerade in den letzten Jahren ausgebauten Maßnahmen konnte ich das Ziel der Hessischen Landesregierung zur Stärkung der beruflichen Orientierung in allen Schulformen verdeutlichen. Und damit tragen wir auch zum langfristigen Bildungs- und Berufserfolg unserer Schülerinnen und Schüler bei. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Eine Zusatzfrage hat der Kollege Warnecke. Sehr geehrter Herr Staatsminister, nachdem Sie die Kleine Anfrage beantwortet haben, habe ich eine Frage, die schlicht und einfach lautet, kann man das auch quantifizieren in Prozent, um wie viel die berufliche Orientierung gestärkt wurde? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Warnecke, dazu bräuchten wir zunächst mal einen Basiswert, von dem aus wir diese Prozentrechnung anstellen sollten. Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie sich da beziehen. Ich hatte Ihnen den aktuellen Umfang natürlich der Berufsorientierung genannt. Und der ist auch in den letzten Jahren kontinuierlich verstärkt worden. Aber wir müssten uns jetzt ein Basisjahr aussuchen und dann rechnen, was wir seither getan haben. Eine Zusatzfrage hat der Kollege Scholz. Bitte schön. Drücken Sie gerade noch einmal, dass jetzt ist wieder. Ja, sehr geehrter Herr Staatsminister, nach mir vorliegenden Informationen wird ungefähr 70% unseres Arbeitslehrerunterrichtes fachfremd unterrichtet. Wie werden Sie diesem Zustand gerecht? Gibt es Dinge, die Sie hier in den Fokus stellen wollen, um Studenten für dieses Lehramt mehr zu motivieren? Beziehungsweise andere, zum Beispiel Physiklehrer oder Chemielehrer, hier umzuschulen, um diesen Missstand zu beheben? Erstens. Und zweitens, gibt es Bemühungen, den Technik- und Werkunterricht hier im Unterricht in den Haupt- und Realschulen und auch in den Gymnasien mehr zu etablieren? Herr Staatsminister, Professor Dorz. Herr Abgeordneter Scholz, ich darf zunächst feststellen, dass diese Frage mit der Berufs- und Studienorientierung nichts zu tun hat. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, Sie jetzt aus der Hand zu beantworten. Mich würde auch sehr interessieren, wo Sie Ihre Prozentsätze hier haben. Aber ich darf Sie vielleicht darauf verweisen, dass wir in diesem Hause durchaus schon, ich glaube auf Initiative der SPD-Fraktion, intensive Debatten über die Erteilung und Aufwertung des Arbeitslehreunterrichts geführt haben. Ich bin gerne bereit, die an anderer Stelle zu wiederholen. Aber vielleicht darf ich Sie für heute einfach darauf verweisen. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Der einzige mögliche Fragesteller wäre noch der Fragesteller selbst jetzt. Der hat aber keine Zusatzfrage und insoweit darf ich aufrufen. Oder doch? Bitte? Und insoweit aufrufen die Frage 174. Das ist der Kollege Alexander Bauer. Bitte schön, Herr Bauer. Ich frage die Landesregierung, wie wird nach Ihrer Kenntnis die Beratung des Förderlotsen im Hessischen Ministerium des Innern und Sport, insbesondere seitens der hessischen Kommunen, angenommen? Es antwortet der hessische Innenminister Beuth. Na. Herr Abgeordneter Bauer, gut. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es. Wollen Sie noch? Sie haben noch weiter? Oder? Ich könnte Ihnen das Mikrofon auch wieder freischalten. Die hessische Landesregierung. Die hessische Landesregierung hatte sich angesichts der Vielzahl an Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- oder europäischer Ebene zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu Fördermitteln für Kommunen, Vereine, Verbände oder Unternehmen zu erleichtern. Aus diesem Grund haben wir mit der Einrichtung eines Förderlotsen im April 2018 unser Serviceangebot erweitert. Der Förderlotse steht als zentraler, kompetenter Ansprechpartner und Brückenbauer zur Verfügung, wenn es darum geht, Informationen über bestehende Angebote des Landes, des Bundes sowie der EU zu vermitteln und Anfragen an die jeweils zuständigen Stellen zu koordinieren. Mit dem Förderlotsen wurde somit ein einheitlicher Ansprechpartner zur Verbesserung des Zugangs zu Förderprogrammen und Beratungsangeboten eingesetzt. Als Erstanlaufstelle sorgt der Förderlotse für Orientierung. Der Förderlotse berät zum Beispiel bei Fragen wie, erhält eine Kommune Mittel für den Neubau einer Sportstätte? Welche finanzielle Unterstützung gibt es für die Stärkung von Ortsteilen, Vereinen und Verbänden? An wen können sich hessische Start-ups in Sachen Existenzgründung wenden? Und so weiter. Dieses Angebot des Förderlotsen wird sehr gut nachgefragt. Seit der Einsetzung des Förderlotsen sind bis zum Stand 4. Dezember 2019 insgesamt 602 Anfragen bearbeitet und statistisch erfasst worden. Damit hat sich der Förderlotse innerhalb kurzer Zeit als wichtiger Ansprechpartner etabliert. Unterschieden nach den Fördergruppen wird das Serviceangebot zu einem großen Teil
von den hessischen Kommunen in Anspruch genommen. 46% aller Förderanfragen gehen von den Kommunen aus, 36% der Förderanfragen kommen von Vereinen und 11% von Unternehmen. Insbesondere kleine Kommunen haben verstärkt Probleme, die Förderlandschaft zu überblicken und finden oft nur über Umwege zu ihren Gesprächspartnern. Gerade für diese hat sich das Angebot des Förderlotsen als äußerst hilfreich erwiesen, da die Kommunen Zeit und Personal für umfangreiche Förderrecherchen einsparen und direkten Zugang zu den Fördermöglichkeiten erhalten. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 175. Fragesteller ist der Kollege Eckert. Bitte schön, Herr Eckert. Ich frage die Landesregierung, ist Ihre Antwort 3 und 4 auf die Kleine Anfrage 921 aus 20 dahingehend zu verstehen, dass das Land Hessen für diese Maßnahmen finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stellt bzw. gestellt hat? Und ich darf anfügen, weil vielleicht nicht jeder meine kleinen Anfragen liest, es geht um Lkw-Stellplätze an Autobahnen. Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, ja. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen, Herr Kollege Eckert? Welche? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, die Länder verwalten im Rahmen der Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen, die Bundesautobahnen und die Bundesstraßen. Die Auftragsverwaltung umfasst neben der Planung auch den Bau der Vorhaben. Diese Leistungen erfolgen durch Personal des Landes Hessen sowie durch entsprechende Vergaben von Planungsleistungen an Ingenieurbüros, auch die DEGIS, durch die Straßenbauverwaltung Hessen Mobil. Die Baukosten werden vom Bund erstattet, die Planungsmittel und der Personaleinsatz leider nur sehr unzureichend. Und dementsprechend hat das Land Hessen für die in den Fragen 3 und 4 beschriebenen Leistungen die erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 176. Fragestellerin ist die Kollegin Martina Feldmeier. Frau Feldmeier, drücken Sie mal. Jetzt habe ich es. Ich frage die Landesregierung, welche klimapolitische Strategie verfolgt die nassauische Heimstätte bei Wohnungsbestand und Neubauten? Frau Staatsministerin Hinz. Frau Abgeordnete Feldmeier, mit der Unterzeichnung der Zielvereinbarung mit der Nassauischen Heimstätte am 17. September 2019 wird eine wichtige Klimaschutzmaßnahme des Klimaschutzplans umgesetzt. Die Nassauische Heimstätte verpflichtet sich hier, ihren gesamten Gebäudebestand bis 2050 klimaneutral zu stellen. Hierdurch wird sie ihren Teil zur Erreichung des Ziels des Pariser Klimaabkommens beitragen. Denn mit derzeit rund 60.000 Wohneinheiten ist sie die größte Wohnungsbaugesellschaft in Hessen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sie zahlreiche Maßnahmen vorgesehen. Zum Beispiel die jährliche Gebäudemodernisierungsrate wird erhöht und sukzessive der Einsatz von erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung gesteigert. Die Wärmeversorgung soll ab 2025 bei Bestandsmodernisierung und Neubauten weitgehend aus erneuerbaren Energien erfolgen. Bei Neubauten wird außerdem weiter auf hohe energetische Standards geachtet. Bereits 100% der in 2018 eingereichten Bauanträge erfüllen den Standard KfW 55. Das entspricht einem Primärenergiebedarf von 32 kWh pro Quadratmeter im Jahr. Ab dem Jahr 2025 soll dieser weiter auf nur noch 22 kWh pro Quadratmeter im Jahr abgesenkt werden. Hierzu werden in den nächsten 5 Jahren 1,9 Milliarden Euro für den Neubau von Mietwohnungen und in die Bestandsentwicklung seitens der Nassauischen Heimstätte investiert. Davon fließen jährlich 113 Millionen Euro in die Modernisierung der Bestände. Im nächsten Jahr startet außerdem ein Pilotvorhaben, bei dem 4 Wohngebäude mit rund 100 Wohnungen so modernisiert werden, dass ihr Primärenergiebedarf um über 80% sinkt und damit die Vorgaben für Neubauten um rund 40% unterschreitet.
Dieses Projekt wird wichtige Erkenntnisse für die Standardisierung von energetischen Modernisierungen an Bestandsgebäuden ergeben. Wir werden darüber hinaus weitere Wohnungsgesellschaften ansprechen, die mit der Unterzeichnung der Zielvereinbarung für einen klimaneutralen Gebäudebestand in Hessen die Umsetzung des Klimaschutzplanes unterstützen möchten. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Zusatzfrage von Frau Kollegin Feldmayer. Dann hat sich noch gemeldet Herr Kollege Gagel und Herr Kollege Warnecke. Bitte, Frau Feldmayer, Sie haben das Wort. Frau Ministerin, können Sie in etwa beziffern, wie viel CO2-Einsparung diese Klimaziele bringen? Frau Ministerin. Mit der Umsetzung der Vereinbarung bis 2050 wird die Nassauische Heimstätte voraussichtlich mehr als 1,8 Millionen Tonnen CO2 vermeiden, von heute angerechnet. Die Nassauische Heimstätte hat sich mit der Vereinbarung allerdings auch verpflichtet, alle 5 Jahre ihre Strategie, ihre aktualisierte Unternehmensstrategie vorzulegen und je nach weiterem technischen Möglichkeiten und auch natürlich finanziellen Zuschüssen könnte die Modernisierung sogar noch früher stattfinden. Und das würde natürlich auch einen früheren hohen Einsparungseffekt haben, vielleicht sogar auch noch einen höheren als die 1,8 Millionen Tonnen. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Zusatzfrage, Herr Kollege Gagel. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin Hinz. Ich habe eine Nachfrage. Vielen Dank für die Ausführung Ihrer Klimasubventionen, die Sie ja sehr ausführlich eben dargestellt haben. Wie, Frau Ministerin, stellen Sie sich denn vor, dass der Normalbürger jetzt gerechnet auf die nächsten 20 bis 30 Jahre, der also Ihre ehrgeizigen Klimaschutzziele dort verwirklicht sehen will für sich selbst. Wie soll diesen Standard, den Sie fordern oder subventionieren, wie soll der den vielleicht auch ohne Subventionieren selbst finanzieren? Und wie wirkt sich diese Klimastrategie auf das Wohnen, auf den Preis des Wohnens insgesamt aus? Dankeschön. Frau Staatsministerin Hinz. Also Herr Gagel, Ihre Frage zeigt mir, dass Sie sich mit dem Thema doch intensiv beschäftigen sollten. Die Nassauische Heimstätte finanziert wesentliche Teile der Modernisierung und der Neubauten aus ihrem eigenen Budget, und die Mieten bleiben sozialverträglich. Das ist die Strategie der Nassauischen Heimstätte, die auch vom Aufsichtsrat dort unterstützt wird. Zu der Zeit, als ich noch Aufsichtsratsvorsitzende war, und der neue Aufsichtsratsvorsitzende Tarek Al-Wazir unterstützt dies gleichermaßen. Darüber hinaus werden Privateigentümer von Gebäuden bislang bereits unterstützt, nicht nur durch intensive Beratung und Information durch die Landesenergieagentur, sondern das Land flankiert bereits jetzt Förderprogramme der KfW durch die Vergünstigung von Zinssätzen bei Mietshäusern, abhängig vom energetischen Niveau der Sanierung oder des Neubaus. Bei besonders hochwertigen Sanierungen ist durchaus eine 0%-Finanzierung möglich. Für Wohnungseigentümergemeinschaften bietet Hessen Bürgschaften an. Bei besonders hochwertigen energetischen Modernisierungen auf Passivhausstandard übernimmt das Land die Hälfte der Mehrkosten im Vergleich zu einer Modernisierung nach den Anforderungen der Energiesparverordnung. Bei dem Klimapaket, das zurzeit im Vermittlungsausschuss liegt, soll die energetische Sanierungsrate erhöht werden, bei einer gleichzeitigen Verstärkung auch der Investitionssumme von Bund und Ländern, dadurch, dass eben das Ganze, die steuerliche Subventionierung, dass wir darüber dann auch Ausfälle akzeptieren, der Bund und die Länder. Dieses soll dazu dienen,
dass gerade im Wärmebedarf und im Gebäudebestand die Klimaziele erreicht werden, weil dies ist ein wesentlicher Bestandteil des Treibers von Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig mit der Modernisierung werden die Nebenkosten gesenkt für die Mieterinnen und Mieter, und sie haben ein angenehmeres Raumklima insgesamt. Also es dient dem Komfort der Mieterinnen und Mieter, und es dient dem Klimaschutz. Und insofern ist es wirklich gut angelegtes Geld. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen mehr Einblick erhalten können, aber wir können das sicher an anderer Stelle auch noch weiter fortsetzen, diese Diskussion. Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. Letzte mögliche Zusatzfrage hat der Kollege Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr verehrte Ministerin, nachdem ja Gott sei Dank verhindert wurde, dass die nassauische Heimstätte verkauft wurde und Sie von einem Volumen von 1,9 Milliarden Euro in den nächsten Jahren, die investiert werden sollen, gesprochen haben, habe ich eine ganz einfache Frage. Wie viel Geld ist denn in diesem Volumen originäres Landesgeld? Frau Staatsministerin. Also entschuldigen Sie, aber die Nassauische Heimstätte speist sich aus Ihrem Eigenkapital im Wesentlichen. Und Sie wissen, wir haben das Eigenkapital hier auch noch einmal aufgestockt, 200 Millionen Euro. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren mit dem Landeshaushalt, um der Nassauischen Heimstätte die Möglichkeit zu geben, noch mehr Wohnungen auch zu bauen, die dringend notwendig sind im gesamten Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Und mit der Stärkung des Eigenkapitals kann die Nassauische Heimstätte natürlich auf dem Kapitalmarkt sich entsprechend auch dann weiterer Darlehen bedienen und die ganzen Maßnahmen finanzieren. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Und damit kommen wir zu Frage 178. Fragesteller ist der Kollege Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen, welche Gerätschaften sind für die Straßenmeistereien angeschafft worden, um bei den umfangreichen Mäharbeiten für ein Aussortieren und nicht für ein Schreddern von unverantwortlich weggeworfenen Kunststoffen, Metallen oder anderen nicht verrottenden Stoffen zu sorgen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, die Abfallsammlung erfolgt in der Regel händisch vor dem Mähen, um ein Schreddern des Mülls zu verhindern. Dies gilt sowohl für die Abfallsammlung durch Fremdfirmen als auch für die durch eigenes Personal. Hierfür wurden als Gerätschaften Greifzangen angeschafft. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass trotzdem mal etwas übersehen wird oder zwischen Müllbeseitigung und Mähen, auch das kommt vor, neu hingeworfen wird. Und deswegen will ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass das Hauptproblem nicht die Müllbeseitigung durch Hessen Mobil, sondern die achtlose Entsorgung von Müll am Straßenrand ist. Und deswegen bitte ich Sie alle, auch an dieser Stelle erneut darauf hinzuweisen, dass wir Menschen dazu bringen müssen, dass sie ihren Müll nicht aus dem Fenster werfen. Ich glaube, anders kann man das an dieser Stelle nicht sagen. Das ist asoziales Verhalten. Und wenn Sie mal sich anschauen, bei fast jeder Ausfahrt, bei jedem Ohr an der Autobahn, manchmal, also ich schäme mich manchmal dafür, was wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zumuten müssen, dass sie auf Deutsch gesagt den Müll anderer Leute wegräumen müssen, die diesen Müll aus dem Fenster werfen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Zusatzfrage, Kollege Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Herzlichen Dank, Herr Minister. Ich glaube, der ganze Landtag teilt Ihre Einschätzung, was die Frage anlangt, dass es unverantwortlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach die Sache in die Landschaft zu werfen. Haben wir denn genügend Personal, um dieser sicherlich sehr aufwendigen Aufgabe nachzukommen? Herr Staatsminister. Ja, wobei wir in den letzten Jahren zunehmend auch bei der Müllbeseitigung dazu übergegangen sind, auch Fremdfirmen zu beauftragen, damit beispielsweise an den Rastanlagen der Müll, der in den Mülleimern ist, entsorgt wird, aber auch der Müll, der um die Mülleimer herum liegt.
Und deswegen ist das so, dass wir an dieser Stelle auch Fremdfirmen beauftragen. Ich kann Ihnen mal die Menge sagen. Das wurde erstmals erfasst 2014. Damals waren es 10.200 Tonnen Müll, die an hessischen Autobahnen, Bundesstraßen eingesammelt wurden. Zwei Drittel, grob gesagt, auf den Rastplätzen, ein Drittel am Straßenrand. Das ist 2018 jetzt auf 8.200 Tonnen zurückgegangen, wobei ich Ihnen sage, das ist immer noch zu viel. Herzlichen Dank. Eine Zusatzfrage, Kollege Dr. Naas. Ja, Herr Staatsminister, sind Sie denn der Auffassung, dass die Einsammlungstätigkeiten, die Sie durch Fremdfirmen bewerkstelligen lassen, aber auch selbst vornehmen, dass die ausreichen insgesamt mit Blick auf den Verschmutzungsgrad der hessischen Straßen derzeit? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also, ich kann Ihnen mal sagen, die Kosten für diese Vergabe, aber auch für das eigene Personal, sind Jahr für Jahr gesteigert worden. Die Kosten 2010 waren 4 Millionen Euro. Sie waren letztes Jahr alles zusammen 5,7 Millionen Euro. Aus meiner Sicht ist klar, dass wir an dieser Stelle dazu beitragen müssen, dass der Müll dort weggeräumt wird. Aber es ist eine Sisyphos-Arbeit, weil ganz ehrlich gesagt, kaum ist irgendwas freigeräumt, schmeißt schon wieder der Nächste was hin. Und insofern kann ich Ihnen sagen, aus meiner Sicht ist das ausreichend. Und wenn man mehr machen würde, würde es aus meiner Sicht, eigentlich geht es eher darum, den Leuten zu sagen, dass sie das nicht mehr machen sollen. Anstatt, und das machen wir ja, Stichwort sauberhaftes Hessen als Kampagne, auch die Öffentlichkeitsarbeiten, die wir machen. Hessen Mobil weist auch immer wieder darauf hin. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe 2-3 Mal an solchen Sammelaktionen teilgenommen. Sie glauben es nicht. Entschuldigung, was für eine Schweinerei man da vorfindet. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die Frage 180. Fragesteller ist der Kollege May. Herr May, drücken Sie mal bitte. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident Dr. Rhein. Ich frage die Landesregierung, welche hessischen Maßnahmen konnten sich in der zusätzlichen Förderrunde im Programm Qualitätsoffensive Lehrerbildung durchsetzen? Vielen Dank, Herr May. Sie wissen einfach, was ich gehört. Ich darf das Wort der Wissenschaftsministerin erteilen. Sehr geehrter Herr Abgeordneter May, Lehrerinnen und Lehrer müssen fit sein für immer neue Herausforderungen. Seine Basis dafür ist ihr Studium. Unsere Hochschulen setzen dabei erfolgreiche Impulse. Bereits in der ersten und in der zweiten Förderperiode der Qualitätsoffensive Lehrerbildung waren unsere Hochschulen sehr erfolgreich. Dass sie nun auch in der zusätzlichen Förderphase, der Fokus lag hier auf berufliche Bildung und Digitalisierung, so erfolgreich sind, zeigt die hohe Qualität der hessischen Lehrerbildung. 3 Einzelvorhaben hessischer Universitäten und 1 Verbundvorhaben unter hessischer Beteiligung wurden zur Förderung empfohlen, die in der zusätzlichen Auswahlrunde erfolgreichen Konzepte sind. Im Folgenden im Schwerpunktbereich Digitalisierung das DigiGap an der Goethe-Universität und das ProNet-Di an der Universität Kassel. Ziel dieser Vorhaben ist die systematische und nachhaltige Verbesserung der Lehrkräftebildung durch digitale Lehr- und Lernangebote. Und im Schwerpunktbereich berufliche Schulen waren das Verbundvorhaben Netzwerk integrierte Technik- und Wirtschaftsdidaktik, an dem unter anderem die TU Darmstadt und die Universität Kassel mitwirken, erfolgreich. Hier werden Medienpakete für Lehrkräfte im gewerblich-technischen und kaufmännisch verwalteten Bereich entwickelt und über eine Online-Plattform bundesweit frei verfügbar gemacht. Die Justus-Liebig-Universität entwickelt mit der Gießener Offensive berufliche Lehrerbildung ihre Studiengänge für das berufliche Lehramt, berufliche und betriebliche Bildung in Metalltechnik und Elektrotechnik weiter und unterstützt den Quereinstieg ins Studium. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Dorn. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 182. Fragestellerin ist die Kollegin Waschke. Ich frage die Landesregierung, wie wird sich das Land Hessen stärker im Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union engagieren? Herr Staatsminister Beuth. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, der Brand- und Katastrophenschutz in Hessen ist bestens aufgestellt. Die 70.000 Ehrenamtlichen in den Feuerwehraktiven sorgen für Sicherheit und Schutz in so vielen Bereichen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr.
Das Ehrenamt ist das Fundament für die effektive, flächendeckende Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz in unserem Land. Über diese Einbindung in die staatlichen Strukturen der Gefahrenabwehr, die es sonst vergleichbar noch in Österreich und einzelnen Regionen, zum Beispiel Südtirol oder Elsass, gibt, haben wir den unschätzbaren Vorteil, schnell und bürgernah mit der Hilfe vor Ort zu beginnen. Am 7. März dieses Jahres hat der EU-Innenministerrat, an dem ich in meiner Funktion als Bundesratsbeauftragter teilgenommen habe, ein neues Katastrophenschutzverfahren angenommen. Hiermit verbunden ist die Einrichtung eines zusätzlichen Pools von Ressourcen und die Ausweitung des sogenannten Freiwilligenpools auf der europäischen Ebene. Diese Kapazitäten sollen in Situationen bereitgestellt werden, in denen die vor Ort verfügbaren Kapazitäten nicht ausreichen. Die Hessische Landesregierung hat sich in einer Vielzahl an Gesprächen, unter anderem mit dem zuständigen Kommissar Christos Stylianides und über den Bundesrat in den Legislativprozess auf europäischer Ebene eingebracht und dabei insbesondere erreicht, dass die Rolle der regionalen und örtlichen Behörden und Einrichtungen inklusive Freiwilliger besonders zu berücksichtigen ist. Problematisch war es aus unserer Sicht unter anderem, dass die Europäische Kommission Regelungen beabsichtigte, wonach es verpflichtende Abstellungsregelungen geben sollte, sprich auch ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute, die sich über den europäischen Katastrophenschutzpool melden, wären im Notfall in andere Mitgliedstaaten zu entsenden. Dies hätte wahrscheinlich eher dazu geführt, dass aus Deutschland weniger Meldungen für den Personenpool eingegangen wären. Bund und Länder beraten derzeit gemeinsam, wie ein innerstaatliches Verfahren etabliert werden kann und welche weitergehende Hilfe im Rahmen des Gemeinschaftsverfahrens angeboten werden kann. Unabhängig vom formalisierten Gemeinschaftsverfahren haben die hessischen Einsatzkräfte in vielfältiger Weise unter Beweis gestellt, dass sie zu solidarischer Hilfe bereit sind. Zahlreiche Einsätze auch des hessischen Katastrophenschutzes belegen dies eindrucksvoll. Im Rahmen der länderübergreifenden Hilfe waren unsere Einheiten in den Jahren 2003 und 2013 bei den Hochwasserhilfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen vor Ort. Und auch im Ausland waren unsere Kameradinnen und Kameraden in den Jahren 2014 und 2003 sowohl bei einem Stromausfall in Slowenien wie auch bei der Flutkatastrophe in Bosnien-Herzegowina und bei Waldbränden in Portugal. Hessen wird sich auch weiterhin für die Hilfe innerhalb der EU einbringen, wenn die spezifischen Hilfeleistungsersuchen mit unserem Personal- und Ausstattungsvorhaltungen kompatibel sind. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 184. Fragesteller ist der Kollege Janky Pürsün für die Freien Demokraten. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, ist die ambulante Pflege nach den Ergebnissen der Befragung des Zentrums für Qualität in der Pflege, ZQP, angesichts von Kündigung bestehender ambulanter Pflegeverträge und abgelehnter neuer Verträge noch gewährleistet? Herr Staatsminister Klose. Herr Abgeordneter Pürsün, nach der Pflegestatistik 2017 waren 261.757 Menschen in Hessen pflegebedürftig und erhielten Leistungen der Pflegeversicherung. 28.678 Beschäftigte in 1.186 ambulanten Pflegediensten betreuten die 60.501 zu Hause versorgten Pflegebedürftigen. Wir beobachten die Entwicklung der pflegerischen Versorgung sehr genau und stehen hierzu auch in engem Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Pflegekassen. Dabei ist die Versorgung mit ambulanten Pflegediensten ein zentrales Thema. Die Befragung des Zentrums für Qualität in der Pflege weist darauf hin, dass aus Sicht der ambulanten Pflegedienste aufgrund des Fachkräftemangels nicht mehr alle Anfragen von Betroffenen bedient werden können. Wir müssen diese Zahlen für Hessen nun sehr genau darauf prüfen, ob sich tatsächliche Versorgungslücken ergeben. Zentral sind für uns dafür die Erfahrungen der Pflegestützpunkte. Wir wollen eine leistungsfähige, zahlenmäßig ausreichende und wirtschaftliche pflegerische Versorgungsstruktur vorhalten. Dafür sind die ambulanten Pflegeeinrichtungen bedeutend. Deshalb diskutieren wir das Thema beispielsweise im Landespflegeausschuss gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern aus der Pflegebranche. Angesichts der Herausforderungen des demografischen Wandels ist die ambulante Gesundheitsversorgung ein Themenschwerpunkt des Gesundheitspakts 3.0.
Auch dort diskutieren wir die Situation in Hessen gemeinsam mit den Paktpartnern und entwickeln Lösungen, beispielsweise im Rahmen der Arbeitsgruppe sektorenübergreifende Versorgung in den Bereichen Gesundheit, Pflege und soziale Betreuung. Die größte Herausforderung ist der bestehende Fachkräftemangel in den Pflegeberufen. Die Landesregierung hat darauf bereits frühzeitig reagiert, beispielsweise mit dem Hessischen Pflegemonitor, der die Grundlage für die Entwicklung von Fachkräftesicherungsstrategien und die Planung von Ausbildungskapazitäten ist, sowie mit einer Vielzahl unterstützender Maßnahmen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. So ist die Steigerung der Ausbildungszahlen insbesondere dadurch erreicht worden, dass die Hessische Landesregierung durch die gesetzliche Erstattung der Schulkosten in der Altenpflegeausbildung den Anstieg der Ausbildungszahlen finanziell abgesichert hat. Um neue Zielgruppen für die Altenpflegeausbildung zu erschließen, wurden außerdem mehrere Ausbildungsprojekte gefördert, beispielsweise die Landesinitiative Pflege in Hessen integriert, ein Kooperationsprojekt von beruflichen Schulen und Altenpflegeschulen für Flüchtlinge oder das Beratungsprojekt BA Plus für Frauen mit Migrationshintergrund. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich ja der Fall. Wer? Ah, Janke Pürsün, bitteschön. Ja, Herr Staatsminister, die Zusatzfrage, ist denn dann mit diesen Maßnahmen, die Sie aufgezählt haben, der Pflegenotstand im Sinne meiner Frage abgewendet? Oder kann es Situationen geben, dass Bürger in diesem Land zu der Meinung kommen, dass die Politik zu wenig tut? Herr Staatsminister. Der Begriff Pflegenotstand war ja gar nicht Gegenstand Ihrer Frage. Insofern, aber ich habe Ihnen ja gesagt, wir schauen sehr genau hin. Wir sind in einem intensiven Dialog mit allen Beteiligten, weil uns der Fachkräftemangel insbesondere bei den Pflegeberufen sehr bewusst ist. Und wir haben auch schon gemeinsam Maßnahmen ergriffen, um dem entgegenzuwirken. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Ah, doch, Frau Kollegin Dr. Sommer. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Ich habe noch eine Nachfrage. Sie haben ja gerade von der Fachkräftesicherungsstrategie gesprochen und auch vom Pflegemonitor. Der prognostiziert ja für 2035, dass zusätzlich zu den Pflegekräften, die jetzt schon fehlen, noch mal zusätzlich 20.000 mehr Pflegekräfte fehlen werden. Das heißt, wir müssen ja jetzt alle Anstrengungen bemühen, damit wir genau diese Herausforderungen schaffen können. Was wollen Sie denn noch mehr machen, damit wir mehr junge Menschen wieder für die Pflege gewinnen können, außer das, was Sie eben schon vorgetragen haben? Herzlichen Dank. Herr Staatsminister Klose. Das, was ich Ihnen eben vorgetragen habe, ist das, worauf wir uns bisher gemeinsam mit den Zuständigen im Landespflegeausschuss und im Gesundheitspakt 3.0 schon verständigt haben. Aber wir haben gerade letzte Woche auch wieder erneut zusammengesessen und natürlich gesagt, wir müssen noch weitere Maßnahmen entwickeln. Da haben wir aber noch keine Beschlüsse gefasst, die ich Ihnen jetzt hier verkünden kann. Aber das ist eine Dauerbaustelle, ohne jeden Zweifel. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der nächste Fragesteller wieder der Kollege Janke Pürsün, Frankfurt, mit der Frage 185. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie gedenkt sie damit umzugehen, dass in Frankfurt eine neue, nicht barrierefreie Straßenbahnstation eröffnet wurde, obwohl gemäß § 8 Personenbeförderungsgesetz die vollständige Barrierefreiheit bis zum 1. Januar 2022 erreicht werden soll? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Pürsün, die Planung und der Bau bzw. Umbau von Haltestellen ist eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe. Dem Land Hessen obliegen somit keine Zuständigkeiten, nicht einmal im Rahmen der Fach- und Rechtsaufsicht. Über Aufgaben, die im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung getätigt werden, wird das Land Hessen daher auch nicht informiert. Eigentlich müsste also der Stadtverordnete Pürsün den Stadtrat Oesterling fragen und nicht der Abgeordnete Pürsün den Verkehrsminister. Nichtsdestotrotz habe ich Mitarbeiter meines Hauses gebeten, bei der Stadt Frankfurt und der zuständigen VGF Informationen zu der von Ihnen nicht näher genannten Straßenbahnstation einzuholen. Dort, also bei der VGF, geht man davon aus,
dass sich Ihre Frage auf die neu eingerichtete Haltestelle Karmeliterkloster in der Bethmannstraße bezieht, die sich auf der Altstadtstrecke ungefähr in der Mitte zwischen den Haltestellen Willy-Brandt-Platz und Römer-Brauskirche befindet. Im genannten Bereich sind umfangreiche Umgestaltungsmaßnahmen des Verkehrsraums und Änderungen der Verkehrsführung und der Federführung der Stadt Frankfurt vorgesehen, die aller Voraussicht nach auch eine Verschiebung der Gleisachse nach sich ziehen wird. Um den an dieser Stelle zu erwartenden Fahrgastzuwachs nach Fertigstellung der Baumaßnahmen Kornmarkt-Arkaden, dem ehemaligen Bundesrechnungshof, mit Büros, Wohnungen und einem Hotel Rechnung tragen zu können, wurde die Haltestelle im Jahr 2018 zunächst als Provisorium errichtet. Für die Einrichtung der Haltestelle wurden nach Aussagen der Stadt Frankfurt keine Fördermittel des Landes beantragt, da es sich um ein Provisorium handelt, das ohnehin nicht förderfähig wäre. Die derzeitige Finanzplanung im Rahmen der Aufstellung des Haushalts der Stadt Frankfurt sieht die Herstellung einer barrierefreien Haltestelle Karmeliterkloster im Jahr 2021 vor. Für die barrierefreie und dann endgültige Herstellung können Mittel aus dem Mobilitätsfördergesetz beantragt werden. Herr Kollege Pürsün hat eine Zusatzfrage. Ich vermute, er bereitet die Stadtverordnetenversammlung für Donnerstag mit der verschärften Befragung vor. Bitte schön, Herr Kollege. Also am Donnerstag wird ja nicht mal Zeit für die Haushaltsberatung sein. Das kommt nicht dran. Nein, also der Stadtverordnete Pürsün hatte diese Frage in der Stadtverordnetenversammlung schon gestellt. Die Antwort war, ist es besser, eine Station mit Barrieren sofort einzurichten, als eine Station ohne Barrieren in der Zukunft. Und von daher ist die Frage, Sie sprechen ja ab und zu mit dem Frankfurter Verkehrsdezernenten, ob Sie da vielleicht auch bei diesen Gesprächen die Wichtigkeit der Barrierefreiheit auch für die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs in Hessen verdeutlichen. Herr Staatsminister. Das machen wir. Das heißt aber natürlich auch, dass entsprechende Beschlüsse vor Ort gefasst werden müssen. Ich sage Ihnen mal ein anderes Beispiel. Es gibt noch, glaube ich, eine unterirdische U-Bahn-Station, Westend, die über keinen Aufzug verfügt. Da wiederum wehrt sich der Ortsbeirat dagegen, dass dort quasi, so wie das in Berlin gang und gäbe ist, in der Mitte der Straße dann der Aufzug nach oben kommt. An dieser Stelle haben Sie aber vielleicht gehört, dass ich gesagt habe, dass die VGF uns sagt, dass über Umbaumaßnahmen am Ende die Gleisachse verschoben wird. Und das würde bedeuten, wenn man jetzt, eine barrierefreie Haltestelle mit entsprechender Einstiegshöhe baut und dann in einem Jahr die Achse der Gleise verschiebt und das Ergebnis ist, dass Sie 30 cm Lücke haben zwischen dem barrierefreien Haltestelle und dem Ort, wo die Straßenbahn dann hält, dann würden Sie mir die Frage stellen, wie konnten Sie sowas fördern? Und deswegen habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass die erst quasi die endgültige Linie der Gleise festlegen und danach die barrierefreie Haltestelle bauen. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Eine Zusatzfrage stellt der Kollege Warnecke. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, Herr Dr. Rhein. Lieber Herr Staatsminister, können Sie die Frage, die Sie gerade gestellt bekommen, vielleicht auch auf die Station Gateway Gardens anwenden, weil mir dort heute Morgen in den Nachrichten begegnete, dass die entsprechenden Fahrstühle auch jetzt weder in Betrieb sind noch gebaut sind, sondern dass erst nächstes Jahr erfolgen soll und damit auch diese Station offenkundig mit Herrn Pofalla, der sogar da war, einen Bahnvorstand eingeweiht, nicht den Konditionen entspricht, die wir uns eigentlich erhoffen. Und da ja wohl in der nächsten Woche der Publikumsverkehr eröffnet werden soll, es sich um etwas handelt, was nicht nur auf Straßenbahn, sondern anscheinend auch S-Bahn, möglicherweise an Bahnhöfen ab und an passiert. Herr Staatsminister. Also ich persönlich kann Ihnen dazu aus eigener Kenntnis jetzt nichts sagen. Ich weiß allerdings, dass wir an dieser Stelle eine Situation haben, dass die S-Bahn-Station ab nächsten Sonntag, Betriebsbeginn, eingebunden wird. Falls es so sein sollte, dass die Aufzüge noch nicht fertig sind, wäre auch da die Frage zu beantworten, wäre es besser gewesen, jetzt noch ein halbes Jahr die Station nicht in Betrieb zu nehmen, mit dem Ergebnis, dass die Leute statt 10 Minuten vom Hauptbahnhof eine halbe Stunde brauchen? Oder wäre es jetzt besser gewesen, sie jetzt zu eröffnen und im Laufe des nächsten halben Jahres oder wann immer die Aufzüge dann fertig sein werden, sie barrierefrei zu gestalten? Ich glaube, in dieser Abwägung hätten Sie sich sicherlich auch für die Eröffnung der Station entschieden. Ich darf hinzufügen, es gibt dort einen Punkt, der
immer problematisch sein wird, immer, dass nämlich die S-Bahn in Rhein-Main mit einer Höhe von 90 Zentimetern ab Schienenoberkante barrierefrei ist und Fernzüge, Regionalzüge teilweise mit 55 oder 76 Zentimetern ab Schienenoberkante barrierefrei sind. Das heißt, sie werden dort, wenn beispielsweise die RTW dort fährt oder auch die Regionalbahn Richtung Saarbrücken, die ja auch über Regionalbahnhof fahren, dort fahren, werden sie immer eine Situation haben, dass sie sich für irgendwas an dieser Stelle entscheiden müssen. Und dementsprechend wird das immer so sein, dass es möglichst barrierefrei sein soll. Aber es wird, da wir in einem gewachsenen System leben, mit Bahnsteighöhen von 38, 55, 76 und 90 Zentimeter ab Schienenoberkante, immer so sein, dass es noch eine gewisse Zeit dauert, bis wir mal einen gemeinsamen Standard erreicht haben werden. Also ich gucke mal so rum. Vielleicht wird es irgendwer von uns erleben. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann war das die letzte Fragestunde für dieses Jahr. Das Stündchen ging um wie im Fluge. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das Engagement.